Die Länderspielpause ist vorbei. Der FC Augsburg muss im zweiten Heimspiel der Saison nun gegen den ersten FC Köln antreten. Ich hatte einen großen Teil von den ersten zwei Spielen von sie gesehen und sie waren ein bisschen unglücklich, dass sie keine Punkte bis jetzt haben. Gegen HSV hatten sie, ja, waren sie nicht die schlechtere Mannschaft. Und ich kann mich noch erinnern an das Spiel letztes Jahr. Es war ein sehr, sehr heißes Spiel. Und ich erwarte so ein heißes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir wissen um die Qualitäten. Also Köln ist echt eine eingespielte Mannschaft, haben zwar mit modesten Stürmer verloren, aber ich finde, sie haben da clever nachgerüstet, der ähnlich spielt wie Modest, der passt gut in die Systematik rein, und wenn man die ersten Spiele sich anschaut, hätte das auch ganz anders rauslaufen für Köln. Also sie haben jetzt zwar 0 Punkte aus 2 Spielen, aber die sind eine deutlich bessere Mannschaft, wie sie jetzt gerade dastehen bzw. Punkte gesammelt haben. Seit klar ist, dass Stafelidis nicht zum HSV wechselt, sondern beim FCA bleibt, ist er auch wieder eine Option für den Trainer. Raphael Framberger plagt sich mit Knieproblemen, sein Einsatz gegen Köln sehr fraglich. Für ihn könnte aber Daniel Opare einspringen. Er hat gestern richtig gut gemacht, heute wieder super gemacht. Er hat in den Vorbereitungsspielen bis auf die eine Aktion da in Middlesbrough richtig gut gespielt. Insofern hätte ich auch überhaupt keine Bedenken, wenn der Danny jetzt am Wochenende von Beginn an spielt. Wer nun genau am Samstag im Kader sein wird, will Manuel Baum erst kurzfristig entscheiden. Der FCA rechnet mit motivierten Kölnern, die nach dem verpatzten Saisonstart den Augsburgern das Leben schwer machen wollen. Doch wenn der FCA gegen Köln so spielt wie in der zweiten Halbzeit gegen Gladbach, dann kann eigentlich nichts mehr schieflaufen.